Hallo meine Lieben. Hi everybody. Hi ladies. Hallo meine Lieben. Willkommen beim Switzerlands Live Show. Welcome to Switzerlands Live Show. Ich habe schnell einen Kaffee geholt. Und wir werden heute Abend sehr viele Sachen machen. Ich bin wie immer sehr aufgeregt und sehr neugierig. Wir haben neue Designs erhalten. Yay! So, we have new designs here. They are arrived. I am really happy about that. But I am also waiting more designs actually. And I don't know when they will be here. Guten Abend! So, unsere neuen Designs sind da, aber ich warte auf noch neue Designs. Eigentlich, wir werden auch exklusiv Designs haben von Fairy Nail. So, ich bin auch sehr aufgeregt über das. So, we will have also exclusive designs from Fairy Nail. Because of that, I am also really excited, but they are not here yet. Maybe next week. I hope they will be here next week. Hi! But tonight I will show you some of our exclusive designs and some new designs. They are already live in our shop, but you can look at them after the show, please, not now, okay? So, ich werde heute Abend euch neue Designs zeigen. Einige exclusive Designs und einige neue gel Designs. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und was werden wir noch machen? Wir haben Gewinnspielverlösung. Wir haben neue Designs, ich habe neue Tipps und Tricks für euch und ich muss meine Nägel kleben, so wir können zusammenkleben, aber nur eine Hand, weil andere Hand ist kaputt. Schau mal, ich habe geschnitten. Oh mein Gott. So, tonight we have lots of things to do. We will have giveaway and I will show you our some new designs and I will give you tips and tricks and I will stick my new nail wrap so we can do it together and I can give you some tips and you can ask me anything and I can answer you. So it will be fun, I think. I think you like to watch these kind of things, right? For example, removing or sticking new nails or any other thing. I mean, when you watch it live, this live action, it is much more enjoyable, I think. What do you think? Because I like to watch these kind of things too. So, ich habe meine UV Lampe da, weil ich möchte gerne eine neue Gel-Design kleben. Wir werden zusammen kleben und ihr könnt schauen, was ich mache, wie ich mache, wie kann es perfekt sein kann. Und vor alles am Anfang möchte ich gerne etwas sagen. Unsere Verlosung, Gewinnspiel, wie immer, wie jede Woche. Ich werde geben 10 Exklusiv-Designs wie letzte Woche. Bitte mach einen Kommentar, okay? So, wenn du willst teilnehmen in unserem Gewinnspiel, nur mach einen Kommentar oder mehrere Kommentare. Mehrere Kommentare bedeutet mehr Chance. Und es ist schön, wenn du like unsere Live-Show, so ich kann wissen, das gefällt euch, okay? So, ich muss noch einmal Englisch erklären. So, if you would like to join our giveaway, please make a comment. You can make more comments, so you will have more chance. More comments, more chance. Okay? So, but I don't know. Of course, I don't know who will win. It doesn't mean who makes the more comments will win. That's not something like that. Somebody will win. So, let's see. Die sind so schön. Vielen Dank, habe ich gestern bekommen. Oh, danke schön. So, ich denke vorletzte Woche. Madeleine war die Gewinnerin. Madeleine war die Gewinnerin und sie hat es be die bekommen und gefällt sie. Danke vielmals. Ich bin sehr glücklich, wenn ich höre das. Wenn ich höre, meine Designs gefällt jemand, dann ich bin echt glücklich. Dankeschön. So, ich kann schnell sagen, unsere Shades of Red, diese schöne, echt schöne Bombe Design. Und unsere Shades of Bordeaux, ich weiß nicht, wie sagt man. Diese zwei sind wieder im Shop verfügbar, wieder online. So, these two really nice designs, our exclusive designs, Shades of Red and Shades of Bordeaux, are again
online in our shop, you can buy again. Sometimes I forget the English names. Verfügbar ist erhältlich und yeah, so you can buy them in shop again. They are again in shop online. So this is really nice for our shop again because we love them, right? I really love red colors, red shades, and this is shades of red. I really love this one. This is the first I wanted to say. Okay, and second, I want to tell you again, please make comments, okay? If you make comments, that means you are in our giveaway. You can win, you will have a chance to win our 10 exclusive designs. Bitte mach Kommentare, dann du kannst eine Chance haben, zum unsere Gewinnspiel zu gewinnen. Hallo, Elena ist auch da. Und wer hat letzte Woche gewonnen? Habt ihr gesehen? Anna, ich hoffe, ich sage richtig. Anna oder Anna, keine Ahnung, wie muss ich sagen. So, sie hat gewonnen. Letzte Woche, ich habe schon gezeigt, aber ich möchte gerne wieder sagen. So, last week, Anna won our giveaway, so she will have the prize. What was our prize? 10 exclusive designs, yay! So, hi! Ich zeige euch jetzt, was hat sie gewonnen. Einmal Shades of Alicia, diese schöne, elegantes Design. Und einmal Shades of Pastels, Magnetic Plum, really nice. This is really nice, I should say. Glitter Tips, Romantic Marble, oops. Romantic Marble, I cannot show you. Romantic Marble and Blue French and Flowers. This is a transparent design. It is really nice French design. And Lily, really nice. It has a really few glitter on it. I love it, Pink Baby Boomer. And Free has also glitters on it and really small birds and cage. And Princess, our elegant princess design with flowers and glitter balls on it. And Sisters. All my favorite designs were there last week. So Anna won them, really, these 10 beautiful designs. Hello, Maike! So, congratulations! Ich gratuliere und ich bin sehr glücklich für Sie. Und diese Woche werden wir das gewinnen. Ich bin sehr aufgeregt und neugierig und ich sehe eure Kommentare. Ja, ihr könnt einfach Hallo sagen, einfach etwas fragen, etwas schreiben, egal. Und nächste Woche vor dem Live-Show, ich werde sehen, wer ist die Gewinnerin. Dankeschön. Und jetzt. Ich muss heute ein bisschen schnell bewegen. Tonight I should speak a little bit faster. Why? I'm so excited, so I don't know what I'm talking about. Glückwunsch, Anna. Dankeschön, Lara. Lara hat auch gewonnen, oder? Letzte Woche von großer Facebook-Gruppe. Ich erinnere mich nicht mehr. Wir haben viele Gewinnspiele, so ich erinnere mich nicht mehr, wer hat gewonnen, wer hat nicht. So, ich schicke einfach die Gewinne. Vielleicht ich habe zweimal die Gewinn geschickt, keine Ahnung, es ist egal. Für mich kein Problem. Ihr könnt zweimal Glück haben. Heute Abend, warum ich muss schnell sprechen und schnell bewegen. Heute Abend, wir haben viele Sachen zu machen. Neue Designs sind da, ich muss jetzt zeigen. Zum Beispiel. Das war meine Lieblingste. Das ist neu, jetzt im Shop. Peach Glazed Donut. Und ich zeige euch die Packung. Das ist 30er Gelfolie. Oh mein Gott, das ist echt schön mit dem Licht. Man muss, schau mal, man muss mit dem Licht sehen. Hey, perfekt. Diese Farbe, ganz Natur und so. Aber Glazed Donut Mermaid Effekt, ich weiß nicht, wie möchtest du gerne sagen. So, these gel wraps are so nice, really nice quality. And look at that color, please. Glazed Donut Effekt.
And look at that. Hello. So I love this one. Okay. I wish that you won't buy it so I can have all of them for myself. I wish that, okay? So ich hoffe, niemand wird dieses kaufen, so ich kann alle diese Designs vor mich behalten und vor mich kleben. Im Sommerferien, ich werde alle dieses mit mir zum Ferien mitnehmen. So, okay, bitte kaufe das nicht. Das ist meine Design, okay? Am Ende, alle gehört zu mir. Ich will das. Und ich muss vor dem anderen Design, ich muss etwas sagen. Wir haben immer noch diese 10% Rabatt für die Gelfolien. Und Rabattcode ist GEL10. Vielleicht jemand schreibt dort, es ist GEL10, Rabattcode für 10% Rabatt auf Gelfolien. Immer noch. Wir haben neue Gel-Designs und viele Gel-Designs sind wieder verfügbar im Shop. Aber man kann immer noch weiter diese 10% Rabatt nutzen. Yeah, I would like to say it in English too. So we have some new gel designs and some old designs are again online, so you can use our 10% discount code. Still you can use it. Ja, danke schön, Alhida. Gel 10 ist richtig, genau. Gel 10 und danke schön, Madeleine. Gel 10 ist 10% auf Gelfolien. Das ist Rabattcode. Ihr dürft das immer noch nutzen und unsere neue Gelfolien und alte Gelfolien, alle Gelfolien kaufen. Wir haben jetzt für Sommer sehr schön Mint, Gelb und echt schöne alte unsere Farben, diese Rot und alles, French und so und Pastel French und so. Ich liebe so Farben und bitte kauf nicht diese Peach Donut Gläser, ich kann das für mich behalten, okay? So. Ich habe bemerkt, ich habe sehr wenig bestellt von das. Ich musste noch mehr bestellen. So, I saw that I have really few amount of this one, this Peach Glazed Donut. So, I would like to have all of them for myself. I don't want to sell them, okay? Please don't buy this one. This is my favorite. So, if you will leave them for me, so I can have them in summer holiday only for myself, okay? So you can buy the other gels. This one is mine, okay? So let's see what we have. Was wir haben als neue Gelfolien. Und ich sage wieder und wieder, bitte mach einen Kommentar für unser Gewinnspiel. So du kannst eine Chance haben zum Gewinnen. Please make a comment for our giveaway so you can have a chance to win our 10 exclusive designs, okay? They are solid colors and lovely colors. They are like natural colors and you can use them really good, for example, at work or anywhere in summertime, also in spring now. I love them. And you can combine these with all other normal, for example, transparent wraps. You can combine them or with you can combine them with our nail decals. So, schau mal, wir haben sehr schöne Naturalfarben, Naturfarben. Schön zum Beispiel für Arbeiten gehen, zum Office gehen, Büro gehen oder zum draußen einfach sehr echt schön für Sommerzeit oder für Frühlingszeit. Ich liebe so Sachen, so Farben. Ich zeige euch. Jetzt, das ist Light Lila. Eine echt schöne Light Lila. Wir hatten schon ein Lavendel, aber das ist Light Lila. So, es ist ein bisschen heller Farbe. Ich liebe das. So echt schön. Ich denke, das passt mit alles. Schau mal, mit meinem Kleid, mit alles. Und das ist Romance Gel Wraps. This is also really nice. Not so pink. But you can also combine with lots of nail decals. Look at that, for example. Can you see these nail decals? And you can put them like that. See? Oh my god, I am in love with these ones. I can, yes, I will combine this like that. And you will see, okay? When I will do it, I will send you photos. You will see. And please make photos and hashtag or tag SweetCelines when you share it on Instagram or Facebook. See? Oh, macarons! Wir haben macarons with pink.
Oh my god, they look really cute. Look at that. This is my favorite for summertime. See, hast du gesehen? Schau, so süß, oder? Mein Sohn ist da. Er schaut auch ein bisschen. Okay, das war Romance. Gelfolien. Und das ist Camouflage. Ich liebe das auch, diese Farbe Camouflage. Eigentlich, ich habe auch etwas sehr ähnlich auf meine Nägel. Ich habe die Name vergessen. Aber das ist die neue, ist Camouflage. Und ihr dürft immer noch 10% Rabatt nutzen. Code ist GELD10. Schau. Schau meine Nägel heute Abend. Es sieht nicht so schön aus, aber wir werden das kleben, alle zusammen. Und dann werden wir sehen, was wird passiert. Ein Wunder wird passiert. So, you see, my nails are naked tonight. So, we will stick these camouflage gel wraps together and you will see what will happen. So, I will stick these. And tomorrow I can stick some of new exclusive normal 100% nail polish wraps on them. Actually, I'm doing this. For example, I use always a gel wrap on my natural nails, and then maybe I want another color normal nail polish wraps, and I put them on gel wraps. Why I'm doing that? Because my nails are really, really soft and thin, and they don't grow. They really don't grow. So I should always use some gel something, and I don't like normal gel. It takes a really long time. So this is so easy and fast. So that's why I am using this first to protect my nail and to have some strong nails. And then I put a normal nail wrap on it. Then I feel really nice, and I can change also normal nail polish wraps. But they stay like 2 weeks, 3 weeks, but you can change normal nail wrap on them actually. So, was habe ich erklärt? Ich erkläre noch einmal. Ich werde heute Abend das kleben mit euch zusammen. Wir werden alle zusammen schauen, was wird passieren. Und dann morgen oder anderen Tag, ich kann eine unserer neue exklusiv 100% Nagellackfolie draufkleben. Warum ich mache das? Weil ich sehr dünne und weiche Nägel habe und ich möchte gerne meine Nägel schützen, sonst meine Nägel werden gar nicht länger sein. So. Deswegen, ich muss immer Gel etwas nutzen. So, ich will nicht normal Gel nutzen, eigentlich für mich besser Gelfolien. Ich nutze Gelfolien und drauf etwas anderes, zum Beispiel Nail Decals oder normal Nagellackfolien. Ich mache immer das. Das ist meine Methode. So, was macht ihr? Ihr könnt mir schreiben. Bitte schreibt ein bisschen Kommentare und wir können zusammen lesen. Was macht ihr? Okay? Und diese Kommentare werden auch eure Ticketbillette für unser Gewinnspiel gewinnen. So please make some comments and write me what are you doing? What is your method for your maybe thin and soft nails? My method is this. I always use gel nail wraps and then I use something else on it. So what is your method? Please write me on the comments, and if you write a comment, it is also your ticket to win our giveaway. Okay? And next one. Stone gel wraps. This is off-white. This is not white, not gray. It is off-white. Actually, I love that because it's not completely white. Look at that with my shirt. It's not completely white. It's not gray. Something in the middle. See? He would like to see it here. Schau mal, es ist nicht komplett weiß, aber auch nicht grau. Es ist wie, was sagt man? Schmutzige weiß oder wie? Off-white. Wie sagt man? Wie sagt man? Bitte schreibt mir im Deutsch. Wie heißt das? Was heißt das? Off-white. Ja, Türkisch würde sagen schmutzige Weiß. So, was ist auf Deutsch? Keine Ahnung. Bitte schreibt mir. Und was ist zu meinen Nägeln hier passiert? Eigentlich, ich habe beim Putzen meine Finger geschnitten und es ist echt tief und es tut immer noch weh, aber heute besser eigentlich. Ich denke, ich werde probieren mit meinen diese zwei Fingerchen an der Hand machen, kleben, und dann, ich hoffe morgen, ich kann Fotos machen für euch und
mit euch teilen. So, Alhida sagt, meine Lieblingste sind Shades of Folien. Dankeschön. Eigentlich ja. Und wir haben heute wieder Shades of Red und Shades of Bordeaux noch einmal in unserem Shop. Aber wir haben auch neue Serie, aber sehr ähnlich mit dem Shades. Aber vielleicht besser. Ich finde es besser. Wir werden zusammen sehen. Was ist das? So, er ist sehr neugierig. Was ist denn das? Ich werde zeigen. So, ich zeige euch noch einmal. Ich habe Notizen gemacht, weil ich habe vieles zu sagen. Lights of Series. Lights of Series. Ah, schöne Idee, schöner Name. Ich zeige euch noch einmal schnell hier neue Gelfarben, echt schöne Farben. Ich denke, die passen überall. Ah, okay. Lara sagt, auf Deutsch sagt man auch Off-White. Dankeschön. So, wir haben hier ein Off-White, ein Camouflage, ein Romance und ein Light Lila. Okay, ihr könnt dieses jetzt ab jetzt im Shop finden. Jetzt noch eine neugierige Nachricht. Now we have really excited news. I should show you that. You should see that. It's already online. You should see it. We have, what is that? An exclusive. I thought that I should put this first in shop. Look at that. This is Iris, but stop. This has a special effect on it, so it is Iris Perfection. You will see on photos, it looks great. Because before you were asking me how to have this special effect, when we put Iris alone, it looks a little bit different than when we put with something else. What is this special effect? And it was mermaid skin. Now it is together with its special effect. This time it is Iris Perfection, so you don't need any other wrap to put on. You can just use this alone and you will see its effect. If you see this first time, you don't understand what I'm talking about. You should see on shop photos, okay? Then you will understand what I mean, because Iris has a special effect, really. I will show you. I am opening it on shop and you will see. Look at that, please. It looks really interesting, okay? When you move it tonight I cannot speak. When you move it, it is like a donut glaze or mermaid something, but it is really special. You should try it, okay? You should see the photos in our shop. Eigentlich, ihr müsst wirklich das sehen im Shop mit den Tragefotos. Warum? Weil das ist Iris Perfection. Normalerweise, wir nutzen immer Iris mit Mermaid Skin zusammen. So, zwei Folien draufkleben zusammen. Es hat echt schöne Effekt, wenn du nutzt diese zusammen. Aber jetzt, ihr braucht nicht mehr drauf zusammenkleben. Jetzt ihr braucht nur das alleine, nur das Kleben und diesen Special Effekt zusammen mit Iris. Ja, man muss das im Shop sehen mit dem Tragefotos, okay? Und ich werde vielleicht nach dem Live-Show oder morgen, ich werde Video euch schicken. Und ihr könnt selber sehen, oh mein Gott, es ist echt schön, ich zeige euch. Eigentlich auf dem Nägel, es sieht nicht so wie Linien aus. Es sieht nicht so Linien aus. Auf dem Nägel, es sieht wirklich wie ein Mermaid aus oder wie, wie sagt man, Donut Glazed oder, ja, wir sehen, okay? So, Iris Perfection Perfect. Thank you, Elena. So, I really wanted to have it perfectly without any other wrap on it. So, I thought that now I should print it with its special effect together. So I think now it is perfect. I love it. I really love it. Yeah, please don't buy this one too. So I can. No, this time you can try. You can have some of them because I have already reserved
like 20 pieces or something for myself, for my family, all my girls. I can have them for me and you can buy the rest, okay? So generally I'm making like that. If I have a nice design, only few pieces, then I just pray, I say that God, please, nobody will buy it, so I will have them, all of them for myself. So, ich kann euch auf Deutsch sagen, das ist so, wenn ich habe eine sehr schöne Design, aber sehr wenig Stückchen, dann ich sage, bitte Gott, ich will alle dieses für mich, dann bitte niemand kauft das, dann ich kann alle für mich haben. Und dann im Ferien, ich kann alle meine Designs zu meiner Schwester, zu meiner Mama, alle Mädels in meiner Familie und für mich mitnehmen. Ja, das ist wirklich, ich bin so eine verrückte, volle süchtige Frau. I'm really nail wrap addicted, really like that, so you can see what I mean. I have shop, but then I think, okay, that's nice. If I cannot sell all of these, so they're all mine. I love that for all my life. I have enough nail wraps. So that's great. Yeah. Okay. It was Iris Perfection. Now in shop live, so you can buy, and we have discount code, 10% discount code for our gel wraps, and now we can stick together this one, camouflage. I would like to stick this one so you can watch and we can talk, and please make comments, and you can be in our giveaway. Bitte mach Kommentare, so ihr könnt in unsere Gewinnspiel teilnehmen. Jetzt werde ich diese Folie kleben, wir können zusammen kleben, möchtet gerne euch sehen. Ich werde kleben. Es ist Spaß, oder? Weil ich habe gedacht, ich kann vor dem Live-Show kleben und hier so kommen. Und dann habe ich gedacht, nein, warum ich mache so? Wir machen hier zusammen. So vielleicht, es kann noch mehr schöner sein. Ihr könnt sehen, wie klebe ich für mich perfekt. Und dann ich mache Fotos. So, ich kann Fotos machen und im Shop stellen. Eigentlich wollte ich gerne das kleben. Aber ich will das behalten, sparen für später. Das ist meine Lieblingste. Aber was werde ich machen? Ich werde das kleben für nächste 2 Wochen. Und dann, ich kann zum Beispiel drauf das kleben, fotografieren. Oder ich kann ein bisschen unsere Nail Decals kleben und fotografieren. Oh mein Gott, schau mal. Das ist echt schöne Nail Decal. Schau, wenn ich mache so. Ja. Wir haben... echt schön. Oh, klasse! Ice Cream! Schau! Mein Sohn will auch sehen. Schau, hier. Ja. Ja, 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 ja. Und ich nehme dieses ein bisschen weg. Und ein bisschen dieses weg auch. Ich habe hier... ah! Letzte Woche, jemand hat Katze gefragt. Wir haben Katze Nail Decals. Yay, echt schöne! Schau mal. Und wir haben Hundchen. Hunde und Katze. Ich liebe. Ich liebe dieses. Mit kleine. Ja. Okay, ich mache jetzt dieses an der Seite. Ich lege dieses an der Seite. I will put them a little bit on the side, so we can stick together my nail wraps. So you can see what I'm doing here. Right? Yes. Where is the other one? No. On the floor. Here it is. And all of them should go back on the bag because they shouldn't see any light. I mean, not light, sunlight. They shouldn't see any sunlight. And I put them also to side. And we have, I showed you already. Elisabeth ist im Team Katze, super, ich bin bei, eigentlich, ich mag beide, Katze und Hund. Früher, wir hatten alle zu Hause, eine Katze, ein Hund, zwei Vögelchen und Fisch auch, viele Fische eigentlich, und jetzt nicht mehr, aber ich möchte gerne sehr bald wieder
wieder, wie sagt man, diese kleinen Babys haben. Eigentlich, wann hatte ich diese alle? Ich war nicht verheiratet, ich hatte keine Kinder. So deswegen mit meinem Bruder. Mein Bruder hat sehr viel Interesse mit den Tieren, so es wäre echt schön. So Elisabeth ist im, okay, ich habe schon gelesen, Elisabeth ist im Team Katze. Und wer ist im Team Hund? So, ja, ich habe die bekommen, die sehen so niedlich aus. Okay, schön. So, I would like to say also in English, Elizabeth is in team cat. Actually, I am in both these teams, team dog and team cat, because before we had all of them at home. We had a dog, we had a cat, a baby cat, and we had two birds, and we had lots of fishes. It was so much fun, but I was not married and I had no kids, so it was really so much fun with my brother take care of all of them, because he's really good at these kind of things. I am not that much. I mean, I was really good with birds, with cat, yeah, but with dog actually it was nice, it was funny, I should say. And yeah, Alhida is in team Katze. Alhida ist im Team Cat, so, also Tiere für Kinder sind super, tut einfach gut zu streicheln und zu spielen. Genau, ich bin ganz genau der Meinung. Wir hatten viele Fische früher. Es ist warum, jetzt wir haben eine kleine Wohnung, wie ich habe schon früher gesagt, und wir haben gar keinen Platz wirklich. Wir hatten nur eine kleine Aquarium und nicht mehr. Aber ich möchte gerne, wenn wir haben wieder ein Haus mit Garten, ich möchte gerne wieder einen Hund und Katze und alles wieder haben. So, wir können auch im Garten alles zusammen spielen. Ich finde das noch schöner. Aber jetzt, ihr wisst schon, ich habe zwei Kinder und wir haben viele, viele, wir brauchen viele Therapien, viele Zeiten und mit, ja, leider mit Autismus und so. Wir brauchen ein bisschen viel Zeit, mehr Zeit vielleicht für Kinder. So. Deswegen, ich konnte nicht wieder Tiere haben, aber bald, ich denke sehr bald, weil meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt und wir können bald, wenn wir können ein bisschen größere Wohnung oder ein Haus haben, wir können alle diese Tiere wieder haben. So, lasst uns anfangen. Let's start with our wraps. I mean, I can talk about animals like hours long, but we should go back to our our work, our party, nail party. Okay, so Elena is I am also on both teams. Elena says, also du bist ja eine ganzen zu, genau, ich will ganzen zu, du hast recht, eigentlich ich will auch eine Affe, aber ich denke ich kann nicht, ich will ein Pferd. Okay, I would like to have a horse. Really, I want that. Maybe in the future, vielleicht in der Zukunft, ich will ein Pferd haben, wirklich. Mit meinem Mann, wir möchten gerne. Okay, okay, dieses Thema, stopp. Okay, wir müssen dieses kleben jetzt. Ich will ganzen zu haben und nächste Woche, wir können weiter mit diesem Tiere-Thema, okay? Und mein Sohn will einen Fuchs haben. Was machen wir jetzt mit dem Fuchs? Es ist eine schöne Idee. Okay, jetzt. Am Anfang. Wir müssen anfangen. Ich anfange immer. Aber wir müssen alle zusammen anfangen. Immer mit Putzen. Oder ich kann sagen, Nagelhaut zurückschieben. Okay, das ist echt wichtig. Immer bitte Nagelhaut zurückschieben. Please always start with cuticles, pushing back your cuticles. This is really important to make a perfect finish, perfect effect at the end of your work. So with this one or this one, I will choose this one to push cuticles back, because this is much more harder than this one. I will use this one to push really good my nail wraps. Okay, so ich werde das nutzen für Nagelhaut zurückschieben, weil das ist noch härter
Und ich werde das nutzen zum Nagelfolien trocken. Okay, so, lass uns anfangen. Schnell und schön, und wenn ich habe viel Nagelhaut, ich kann schneiden, aber eigentlich ich schiebe immer Nagelhaut zurück und ich probiere nicht viel zu schneiden. Ja, so und schön. Und bitte schreibt mir jetzt eure Fragen, okay? Schreibt mir, was möchtet gerne euch wissen. Es kann über Nagelfolien sein oder es kann über mich sein, es ist schon egal. Und bitte nicht vergessen, unserem Shop zu... Ich kann nicht mehr Wörter finden, wenn ich anfange zu... Okay. Bitte schau unserem Shop, um neue Designs zu sehen, und bitte für Gelfolien nutze Code GEL10 zum 10% Rabatt. Please check our shop for our new designs and please use code GEL10 for 10% on all gel nail wraps. Now, I didn't have that much cuticles. Ich hatte nicht so viele Nagelhaut, denke ich, schau mal. Was? Was? Okay, no. Wir müssen putzen. Ja. Ich nutze... okay. Bitte warte. Was habe ich letztes Mal gesagt? Bitte nutze nicht Nagelfolien entfernen, Nail Wrap Remover. Es kann drin... es ist acetonfrei. Es ist... Please don't use nail polish remover if it is acetone free, because then it can have some oils inside, so then our nail wraps will not stick very well. Okay, then you should wait, or maybe could you please give me cologne, alcohol? Could you please help? Bitte schnell. Alle warten. Wo? Dort, schau mal, diese pink. Genau. Thank you. So, we can use, this is alcohol eigentlich. Colonia. Zum Desinfizieren. Ihr könnt auch Desinfektionsmittel nutzen. Okay. Und jetzt Nagel sehr gut putzen. Wir putzen zusammen. Ich will noch Kommentare sehen. Bitte für Gewinnspiel schreib einfach Hallo oder mach ein. Ihr dürft auch einfach nur Emoji schicken, wenn ihr habt nichts zu sagen. Ich putze sehr gut. Okay, und jetzt muss ich ein bisschen warten. So, das muss trocken sein. Und ich kann ein bisschen Wasser und Kaffee trinken. Colonia, genau. Alhida, das ist Rosé. Von der Türkei gekauft und es schmeckt echt gut. Es ist Alkohol, eigentlich Alkohol zum Desinfizieren. Ja. Okay, wir warten immer noch. Wir warten für meine Nägel. Nicht ganz gut geputzt. Ich will noch einmal. Entschuldigung, ihr müsst noch ein bisschen warten. So, wir können zusammenkleben und sehen, was wird passiert. Und bald kommen unsere Shop neue Exclusive Designs. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Sehr, sehr neugierig. Ich schaue schnell, was ich kann euch noch sagen. Oh, bitte vergesst das nicht. Wir haben Geburtstagparty, Nagelparty hier. 15. Juni, okay? Meine Lieben, 15. Juni, Samstag um 2 Uhr, oder? 2 Uhr bis 6 Uhr, aber ihr könnt hier auch einkaufen oder im Vaduz Liechtenstein besuchen, im 5 Minuten Weg hier.
Oder zu Feldkirch gehen, Österreich, 10 Minuten, 15 Minuten weit weg hier. Sehr in der Nähe. So, ihr dürft drei Länder im gleichen Tag besuchen oder am Abend übernachten hier. Wir haben viele kleine Hotels. So, wir können zusammen, ihr könnt mir schreiben, wir können zusammen organisieren, Hotel organisieren. Und ihr dürft bleiben. Und wir können am Samstag, 15. Juni, zusammen Nagelparty machen. Spaß haben, Kaffee trinken, Nägel kleben, sprechen, Fotos machen, Torte essen. Es wird Spaß sein, okay? Wer wird kommen? Bitte, macht das, okay? So, please don't forget, when I'm waiting my nails to dry, I would like to share with you. We will have a birthday party, our fourth birthday anniversary. So on June 15th, Saturday, we will be here at 2 o'clock until 6 o'clock. So we are in a real nice small shopping street. So you can go there, make some shopping, or you can go to Vaduz Liechtenstein. It is really just 5 minutes away from here, or you can visit Feldkirch. Austria, so it is also just like 15 minutes or something far away from here. So if you come here, you can visit three lands in same day, or you can just stay at night in a hotel near here, and you can also visit Vaduz on Sunday. Vaduz is for tourists on Sunday also open. So Madeleine würde gerne kommen, aber ich muss schauen, ob ich kommen kann. Weiß noch nicht, ob ich arbeiten muss oder nicht. Okay, super. Und wenn du kannst organisieren, du kannst mir privat schreiben oder E-Mail schicken. Wir können zusammen schauen. Ja, einmal Elisabeth hat gekommen mit Wohnwagen. Ja, es war super. So, das ist eine sehr schöne Frauenspaß, Frauenparty. Okay, so wir können das machen. Ja, und jetzt hier und hier, wir machen das zusammen. Okay, was ich mache, erstmal, ich muss nicht viel sprechen. Wenn ich mache, natürlich, ich spreche gar nicht und ich mache schnell, schnell. Aber jetzt, ich werde euch schnell Tipps und Tricks geben. Ich mache immer erst meine Mittelfinger. Warum? Weil ich weiß, hier die größte, ich meine, nach dem, meine Daumen, die größte kommt zu meinem Mittelfinger. Okay, ich anfange schnell von meinem Mittelfinger. Hey, was habe ich gemacht? Okay, ich nehme die andere. Jetzt, ich klebe wirklich. So, schau mal. So. Und gar nicht auf dem Haut und gar nicht groß. Passt ganz gut. Wenn keine passt, dann ich nehme die kleine, nicht die Größe. Weil die Größe berührt die Haut und dann es klebt nicht gut und dann morgen es wird weg. Okay? So, if there is no suitable nail wrap for my nails, for my nail, then I choose the smaller one. I never choose the bigger one because bigger one will stick on my skin and tomorrow it will just go away. Okay, when I put one of them, I put it firstly on the nail lamp, UV lamp. Why? Just few seconds, then it can save its shape. Okay, this is a nice tip. Okay, wenn ich klebe einen Nagel, I schnell gehe unter dem Lampe, so es kann ihr Form behalten, okay? Und jetzt die andere. Für mich die kleinste ist Ringfinger. Ich muss mit Ringfinger weiter. Schau mal. Und ich drücke ganz gut. Ich drücke echt gut. Fest eigentlich. Und dann ich schneide, ich feile jetzt gar nicht, ich werde am Ende feilen. Ich werde alles zusammen am Ende feilen, okay? Und ich drücke hier sehr gut, vorne sehr gut, alles muss sehr gut. Und dann diese Folien irgendwo weg, weg von Lampe. Es muss nicht Lampe sein und dann unter dem Lampe einige Minuten, schnell. Okay. Und dann jetzt
für mich die Zeigefinger, jetzt die ein bisschen größere. Für mich so. Prozess ist immer so für mich. Schau mal. Es klebt ganz schnell und gut. Und ich klebe, ich drücke echt gut. I press them very well. I mean, I stick nail wrap and then I cut. I don't file them. I will file them at the end, all of them together. Now I don't take care of the shape, and I press front sides very well. Look, they should all fit very well. And this one should go away from the nail lamp, and under the lamp. I wait few seconds so it can protect its shape. And then again, now the jetzt die kleinste Fingerchen, Nägel. Schnell, 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 ich drücke und ich schneide es schnell. Und das ist weit weg und ich drücke mit dem Laser. Schön. So, ich zeige euch hier, ich drücke echt gut und nichts muss Nagelhaut berühren, nicht auf dem Nagelhaut. Und ich drücke überall sehr gut, vorne, Seite und jetzt unter der Lampe einige Minuten. Und ich werde schauen am Ende, wie viele Minuten haben wir benutzt. Ha? Jetzt Daumen. Ich muss gut schauen, welche. Eigentlich, das ist groß für meine Daumen. Das ist klein. Jetzt, ich muss... Nein, das ist sehr groß. Das in der Mitte. Ich werde in der Mitte probieren. Wenn es groß ist, dann ich muss die kleinere nehmen, nicht die größere. Immer die kleinere. Ich werde probieren, schnell. Es passt sehr gut, eigentlich. Das passt sehr gut. Aber in meine andere Hand, diese Hand, ich nehme immer die kleinere, weil diese Nagel ist noch kleiner. Wow, es ist perfekt. Farbe ist perfekt, Form ist perfekt, alles sehen schön aus. Schau mal, ich spreche so viel und ich zeige euch alles, aber trotzdem, das ist ja schnell. Am Ende dieser Live-Show, ich werde schauen, welche Minute ich habe angefangen und welche Minute es ist fertig. So, wir können zusammen schauen, wie viele Minuten haben wir gebraucht. Okay, jetzt alles unter dem Lampe, ganze Hand, 2 Minuten. Jetzt 2 Minuten. Warum nicht 1 Minute? Für sicher sein. Keine Ahnung. So, after live show, I will check how many minutes, how many times we need to stick them perfectly, because I'm sticking them, I'm talking with you normally at home. Of course, I'm sticking them not much more faster, but now I am trying to give you some tips and tricks. And yeah, actually it is really fast when you know it. I mean, if you are a beginner, of course it will take much more time, but if you're like fan of nail wraps, it should be fast like mine. So you will see, we will see. Now I will explain again why I put them under the lamp for 2 minutes, not only 1 minute, because I want to be safe. I want to feel it is really hardened, it is very well hardened, and it sticks very well, because I don't know, like for me 2 minutes always. Okay, so Ahida, man merkt, sie hat übrig darin zu kleben bei mir. Aha, bei mir ist das auch wie bei dir. Ich dachte, ich bin die Einzige. Was? Mangan, sie hat übrig darin zu kleben. Bei mir dauert es immer länger, bis ich die richtigen gefunden habe. Ah, okay. Jetzt schau mal. Alle diese haben immer gleiche Größe. So, ich weiß immer, welche passt mir. Eigentlich, mein Trick ist hier so. Diese drei Größe
passen meine Daumen. Eine von diesen passen meine Daumen. Das ist für mich sicher. Und diese, dann diese zwei Größen, zum Beispiel eins, das oder das, muss in meinen Mittelfinger passen. Und ich finde für mich immer, das passt. Oder für jemand andere vielleicht das passt. Und dann kommt meistens, ha, es ist fertig, schau mal. Es ist fertig. Wir können jetzt feilen. Meistens, Frauen haben so, erst einmal die größte Daumen und dann Mittel. Und dann Ringfinger und dann Zeigefinger und dann Kleinfinger. Meistens so, nicht immer. Aber wenn jemand kommt zu mir und sagt mir, Sina, bitte mach meine Gelfolien, klebe dieses. Und wenn ich mache, ich schaue immer dieses für Daumen. Das ist für Mittelfinger oder diese zwei. Und dann Ringfinger, Zeigefinger oder Mittelfinger, Ringfinger, Zeigefinger, Kleinfinger. Ich gehe so. Und meistens, es passt so. Das ist mein Trick, ich kann sagen. Oder für mich selber natürlich, ich kenne sehr gut welche. Und ich mache schnell Pfeilen. Ich mache, eigentlich ich mache so Pfeilen und ich mache ein bisschen unten. Um diese... hey, so schön. Yeah, diese Farbe ist echt schön. Ja, diese Pfeile ist nicht ideal, ich weiß schon, aber es passt. Wenn ich gehe draußen in der Tasche, ich habe immer dieses eigentlich. I know this is not the best file for gel wraps, but it works. I mean, if I am on the way, for example, I am on holiday somewhere, I have in my bag always these, so I can use them. See? Wow, wow, wow. Finished. I love it. I think it looks perfect. See, please. From this side, that side is finished. Okay, so. How many minutes did I give it? I mean, it is really fast. Please, see. I mean, also, I... pushed my cuticles and I cleaned my nails with alcohol and I waited to dry them and I put them, I stick them and I put them under the lamp and one hand is finished and I think it was like, I mean it was really fast. If I could do my other hand, I cannot do it today because you know, because of that, but colors are actually similar, so I think it passed, so that's why. If I could do this one also, we have enough time until 10 o'clock. I think we have 10 minutes more, so I could also finish this one. But you see, I think it was fast and nice, and you can ask me any other questions. It looks nice. If you have any more points, you can just take, so you can make so. So tonight I will also make like this on my hand and I will see if I have more points to file. Eigentlich, es war sehr schnell. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe meine Nagelhaut zurückgeschieben. Ich habe mit dem Alkohol geputzt und gewartet bis trocknen und geklebt und unter dem Lampe alle einmal und dann zwei Minuten alles zusammen. Und dann ich habe gefeilt und perfekt in sehr wenig Zeit. Yeah! Wenn ich möchte gerne Gel machen, eigentlich ich bin auch, wie sagt man, Nageldesigner, so ich mache auch Gelnägel als professionell, aber es dauert noch länger als das, weil Gel ist flüssig und du musst auch vorsichtig sein und dann es braucht noch mehr unter dem Lampe und lalala und du musst wieder feilen, wieder Topcoat, Basecoat und lalala. Viele Schichten unter dem Lampe und es dauert natürlich lange und das ist echt hart und echt schön. Normal Gelnägel, ich liebe das. Hey, das ist, bitte, sag mir. Ich werde ein Foto machen für unseren Shop. Ihr werdet sehen. Was denkt euch? Schreibt bitte unten und wenn ihr schreibt, dann ihr werdet im Gewinnspiel teilnehmen.
Und wie sieht meine Wimpern aus? Meine Wimpern sind eigentlich von aufmarschelt Nagelfolien von Kerstin. Schöne Wimpern hat sie so. Diese sind von Mixbox. Aber ihr könnt eigentlich noch noch weniger Wimpern aussuchen. Das ist auch okay. Ich wollte gerne für Live-Show ein bisschen mehr voll intensiv haben. Deswegen, ich habe dieses geklebt. Und in einer Live-Show, wir können alle zusammen diese Wimpern kleben. Aber meine Wimpern sind fertig. Mein Kleber ist fertig. Meine Wimpern sind fertig. Diese waren die letzte. Ich hatte 5 Paar drin in einem Box. Diese war die letzte. Schade, ich muss wieder kaufen. Und Alida sagt, wow, sehr schön, gefällt mir sehr. Danke. Schau mal, ich liebe so Farben. Jetzt in der Woche, ich kann unsere Exklusivfolien kleben, fotografieren und mit euch teilen. Und ich kann unsere neue Folien veröffentlichen. So, I can, in the week, I can stick our exclusive designs on my gel wraps. And you can see the new designs I can make photograph. Why I am laughing? Because Christina says super, super geklebt, aber leider nicht meine Farbe. Ich weiß, es ist schon okay. Das ist Naturfarbe, weil ich habe das geklebt, so ich kann fotografieren. Das ist neue Gelfolie und in der Woche ich kann andere Folien draufkleben, diese normal Nagellackfolien draufkleben und fotografieren. So, das ist eine Natur, weil wenn ich klebe zum Beispiel Pink und drauf, wenn ich klebe eine andere Folie, dann ihr könnt nicht die echte Farbe von meiner Exclusive Design sehen. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, du hast verstanden. Eigentlich, Christina mag diese Farbe nicht, aber ich liebe so Naturfarben. Manchmal so, manchmal rot. Eigentlich, ich liebe alle Nagelfolien, alle Farben. Aber es ist immer verbindlich mit meinem Lust, Psychologie, wie sagt man, my psychology. It is always up to my emotions, how I feel today, like that. Zum Beispiel, manchmal ich fühle mich, ich muss alles schaffen und ich fühle mich sexy oder energetisch, dann ich nutze einfach Rot. Oder manchmal ich denke, ich muss sehr elegant oder so sein, dann ich nutze einfach French. Aber manchmal ich denke, ah, wir gehen zu Ferien oder ich will einfach etwas sehr bunt und so, dann ich nehme ein Blau oder ein Grün, etwas. So, es ist immer so verbindlich mit meinen Emotionen eigentlich. So, ich liebe alle Designs. Besonders ich mag Pink. Ich musste das sagen, ja. Ihr könnt schon sehen, Pink, Pink, überall ist Pink, oder? Ja, meine Lieben. Möchtet gerne jemand etwas fragen oder noch mehr Kommentare machen für das Gewinnspiel? Would you like to ask me something, some more questions, or if you would like to make some comments, please just do now. No, you can do it. You can go on to write them in the week. I will leave this live show video here next week. And until next week, you can make comments and I will choose a winner before our live show. So you have time to make more comments. You can tag also your friends so your friends can also see and they can also have a chance to maybe win these and you can share. I mean, this is really lovely. So, wann zeigst du uns die neuen Folien? Ah, aber ich habe schon gezeigt. Hast du nicht gesehen? Wann? Mein Gott, hä? Wann? Wann? Ja. Wann hast du gezeigt? Habe ich nicht gezeigt. Ich habe gezeigt, du hast nicht gesehen. Okay, ich zeige noch einmal. Eigentlich, das ist Iris Perfection. Das ist neu. Das ist nicht nur Iris. Das ist Iris Perfection. Nein, frage nicht, aber ich höre dem immer gern zu. Danke. So, Iris Perfection ist ganz neu, okay. Und wir haben neue Gelfolien.
Diese sind neue Farben, meine Lieben. Die sind neu im Shop. Öffne bitte und sehe. Und das ist Peach Donut Glaze. This is really nice. Ich meine, die Folien, die sind ähnlich sind wie. Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Eigentlich, genau. Lara möchte gerne sehen, die Folien, die so ähnlich sind wie die Shades, diese neue Exclusive Design. Sie möchte gerne sehen. Okay, soll ich zeigen? Eigentlich so, aber die sind noch nicht öffentlich im Shop. Die werden vielleicht nächste Woche oder vielleicht später öffentlich sein, weil ich brauche jetzt Fotos. Ich habe noch nicht Fotos, aber ich kann euch jetzt zeigen. Nur die Folien. Und ihr könnt. Ihr könnt später, wenn ich werde veröffentlichen machen, ich werde euch wieder schreiben und ihr könnt später kaufen. Jetzt leider noch nicht, aber ich kann schnell zeigen. Sehr, ich bin sehr neugierig, sehr, sehr aufgeregt. Schau mal. Das ist eine neue Serie. Ich zeige schnell und dann ich werde Tschüss sagen, okay? So, wir haben Aurora. 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 Wie sagt man? Ich glaube Aurora. 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 Okay, egal. So, es ist, das ist blau. Aurora blau. Schau mal, es ist sehr ähnlich mit dem Shades of Blau, Royal Blue, but it is a different shade and it is pearly. It has a really nice effect, okay? And something similar but not same. This is one of the shades series Ocean. Pearly effect. You cannot see it very well. Now I can open it because it was already open. I put it back and you should see like that. You should see it without Schutzfolie. Actually, this is also pearly. This is ocean and it is really nice blue. I will make photos and you will see, okay? So I love blue wraps. And we have Aurora Gray. This is also pearly. They're all pearly and they have really nice effect on nails. You will see they are different. Okay. And we will have shades of red pearly. This is pearly. This one is normal shades of red. This one is pearly one. You will see they are great. They are all different. And I have more. This is Aurora Rosa. This is really nice color with pearly effect on it, and you will see all of them on the nails, on nail, on our metal nails. So you will. Now I'm talking half German, half English. So ihr werdet sehen diese Folien auf unsere Mädels Hände, Mädels Nägel und ein bisschen von meine Hände, ein bisschen von Handmodellnägel und so. Und es wird noch besser sein. Und das ist Karamell, Aurora Karamell. Ich liebe das. Und ich denke, das war alles. Oder ich weiß nicht. Egal, nächste Woche, ich werde noch mehr zeigen. Noch einmal zeigen, besser zeigen. Oder habt ihr Petrol gesehen? Habe ich Petrol gezeigt? So, Aurora Petrol, das ist Petrolgrün. Alle sind pearly. Und es ist. Schau mal, mein Sohn möchte das gerne sehen. Und bald, ich meine, bald bedeutet 2 Monate oder so, noch eine Serie kommt. Eine andere Serie, Rory. Und es ist auch ähnlich, aber ganz anders. Als ich gesagt habe, Karamell ist meine. Dankeschön. Grey und Rosa are so beautiful. Danke, Elena. Thank you, Elena. Und kommen noch mehr andere Farben, aber immer noch in Produktion, im Hersteller. So, wir müssen für die anderen noch warten. Und für dieses, ihr müsst Fotos warten. So, ich werde alle online machen und ich werde euch sagen, okay? Ich werde sagen, neue Designs sind im Shop, online und Petrol ist echt schön. Ich denke auch. Ich muss alle langsam kleben und Foto machen. Und ich habe schon einige zu unseren Mädels geschickt zum Foto machen. Ihr werdet sehen. Aber ich muss sagen, meine echt Lieblingste, mein Herz.
Iris Perfection. Ich muss sagen, ich werde mit euch Video teilen. Ihr werdet sehen, die Effekt. Oh mein Gott, es ist echt schön. Petrol ist sehr schön. Danke, Christine. Danke, Lara. Und ja, jetzt im Shop, wir haben 6 neue Designs veröffentlicht und wir haben immer noch diesen Rabattcode. Bitte vergisst das nicht. Und bitte schreibt mir immer weiter eure Fragen oder nur schreibt etwas, egal was, für Gewinnspiel. Bis nächste Woche. Ja, ich denke, ich habe schon alles gesagt. Ich schaue schnell. Genau, und Geburtstag. Wir haben 15. Juni Geburtstag. Bitte komm. Und wenn ihr wollt kommen, bitte schreibt mir DM. Please write me if you would like to join our birthday party, nail party. It will be so much fun, you know, from last year. And please come here and see our designs, everything, catalogs and every designs live. You can see and you can ask me questions. We can stick together. We can drink coffee together. We can be friends. It is so much fun. Please try to come here just once a year. We can make lady party, a nail party. Okay, so yeah, this was everything. I think, yeah, and yes, you can win 10 exclusive designs this week. Please make more comments. Yes, yes, Madeleine, danke schön für wieder unsere Rabattcode zu schreiben. Geld 10 für 10% Rabatt. Okay, meine Lieben, das war's. Dankeschön, danke vielmals zum Teilnehmen. Thank you so much, ladies, for joining our live show tonight. Danke vielmals zum Teilnehmen. Ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen Nacht und einen schönen Sonntag noch. Elena sagt, I wish I could attend. Vielleicht, maybe you can attend. Maybe, why not? Let's see, we will see, okay. Or, I don't know, I will share videos and photos, so if you cannot come, you can look at them, or maybe for next year you can plan how to come here, how to stay in a hotel and everything. So we can talk about that, okay? I wish you a nice Sunday and tonight a nice evening. I wish you all, thank you so much for joining my live show, our live show. So, I wish you all great evening. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nacht. Tschüss, meine Lieben. Ciao, ladies.